herzlich willkommen zurück hier bei uns. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der warnt vor der neuen Corona-Variante EG5. Diese Variante breitet sich zurzeit auf Mallorca aus. Die Zahlen haben sich innerhalb von 4 Wochen mehr als verdoppelt. Lauterbach schreibt auf dem Kurznachrichtendienst X, das muss man im Auge behalten, unser Frühwarnsystem steht. In Deutschland liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 3 Fällen pro 100.000 Einwohner. Und darüber wollen wir sprechen mit Professor Klaus Stöhr, Virologe und Epidemiologe in Rothenburg ob der Tauber, jetzt zugeschaltet. Wir begrüßen Sie, Herr Stöhr. Schönen guten Tag. Herr Stöhr, die WHO hat die neue Mutation des Coronavirus EG5 jetzt hochgestuft. Wie schätzen Sie das ein? Wie gefährlich ist die Variante mit dem Spitznamen Eris denn? Also was uns interessiert, wären ja Varianten, die tatsächlich nicht nur häufiger vorkommen, die alte verdrängen, sondern auch schwerere Erkrankungen hervorrufen und vielleicht auch in anderen jüngeren Altersgruppen. All das sehen wir nicht. Die Überwachung ist gut, bei Coronaviren vielleicht weniger wichtig als bei der Influenza, weil Coronaviren weit seltener mutieren. Solche interessanten Varianten werden dadurch festgestellt, dass sie eine genetische Information, dass genetische Information leicht anders ist als bei den Varianten, die jetzt zirkulieren und von Bedeutung sind. Aber die machen keine anderen Erkrankungen und die sind deswegen auch nur von Interesse, weil sie an Anteil zunehmen. Besonders könnte es werden, falls diese Varianten tatsächlich größere Regionen dann überfluten. Aber das sehen wir auch nicht im Sommer. Jetzt schauen wir jetzt, die Inzidenz ist absolut gering. Es gibt zwar einen höheren Anteil von dieser interessanten Variante, die keine schweren Verläufe oder andere Erkrankungen verursacht. Aber das ist so ein Sturm im Wasserglas. Vielleicht nutzt man das ein bisschen, um wieder Aufmerksamkeit zu generieren. Die ist aber nicht berechtigt aus dem medizinisch-epidemiologischen Blickwinkel. Das Thema Impfungen ist damit aber auch wieder hochgekommen. Man fragt sich, sollte man jetzt noch mal einen Booster sich holen, eine Auffrischung? Reicht es überhaupt mit den Impfungen, die wir aktuell haben? Wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, also die Variante wird von den existierenden Impfstoffen und auch von den neueren, die jetzt im Herbst auf den Markt kommen werden, voll abgedeckt. Das Auftreten von neuen Varianten ändert nichts an den Impfschemata, also an den Personen, die sich gegen Corona impfen lassen sollten. Das sind ja Risikopersonen, Personen, die über eine bestimmte Altersgrenze sind, 60, 65, die vielleicht schon chronische Erkrankungen haben. Diese Variante ändert überhaupt nichts daran. Es gibt keinen Grund, sich jetzt nochmal schnell im Sommer nach einer Impfung umzuschauen. Da wird auch die STIKO nicht reagieren. Wenn das so wäre, dann müsste man im Prinzip jede Woche reagieren. Es entstehen Hunderte, ja Tausende solcher Varianten. Die meisten sind nur lokal oder vielleicht mal regional von Bedeutung. Wenn sie dann tatsächlich auch die Kontinente überschreiten, und wir sehen ja, dass sehr viele dieser neuen Varianten in China auftreten, auch in den USA, auch nun in einigen europäischen Ländern, dann beobachtet man die. Aber wie gesagt, kein Grund zur Beunruhigung, keine schweren Verläufe. Es wird viele, viele noch neuere Varianten geben, aber das ändert nichts an der an den Impfempfehlungen der STIKO gegenwärtig. Wenn man Ihnen so zuhört, Herr Professor Stöhr, dann hat man das Gefühl, absolut keine Panik, absolut im Prinzip gar kein Grund zur Sorge. Trotzdem warnt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor dieser Mutation. Ist das denn richtig, dass Lauterbach warnt, oder ist das im Prinzip ja so ein bisschen dieses Sturm im Wasserglas heraufbeschwören? Ja, ich kann Ihnen das nicht sagen. Der Herr Lauterbach hat in der Vergangenheit von Killer-Varianten gesprochen, von Viren mit Turboantrieb, auch von Impfstoffen, die keine Nebenwirkungen haben. Vielleicht passt das alles in dieses Schema hinein, Aufmerksamkeit generieren. Das Fatale ist nur, dass man auch medizinische Informationen hier verdreht, die Zuhörer auch verschreckt und auch neben dem medizinischen Fachwissen liegt. Also ich kann das nicht verstehen. Ich habe diese Nachricht auf Twitter oder X von ihm nicht gelesen, aber ich habe andere gelesen und ich kann mir gut vorstellen, dass es in die Richtung geht, ja, Panikmache. Hier gibt es überhaupt keinen Grund. Wie gesagt, es gibt Dutzende von diesen Varianten immer wieder. Man muss sie beobachten, falls tatsächlich so eine Variante auftritt, die den Immunschutz unterläuft. Dann muss man den Impfstoff auf den neuesten Stand bringen. Dann sollten alle die überlegen, die ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken, nicht im Herbst, nicht jetzt, vielleicht noch mal impfen zu lassen, aber alles andere geht weit über das hinaus, was vernünftig wäre.
Alle Zeichen also auf Entwarnung. Herr Professor Stör, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Interview. Danke. Ich bedanke mich. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.